Gästen. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich, Fabian. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema für euch, und zwar, wie wird man denn eigentlich Makler? Und da habe ich gedacht, frage ich mal den Jürgen Michael Schick, denn Focus Money sagt schließlich, er hat einen zweistelligen Millionenumsatz schon erzielt 2017 mit Maklerprovision. Und ich denke, wenn man einen fragen kann und richtige Auskunft bekommt, dann ihn. Ah, danke. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ein paar Sachen. Wie ist denn so eigentlich die Grundvoraussetzung für einen Makler? Braucht man dafür irgendwie eine gewisse Schulbildung, oder was für eine Base ist denn da erforderlich, ne? Ja, das Problem beim Maklerberuf ist ja, dass es keine formale Grundvoraussetzung gibt. Es ist ja keine zwingende Ausbildung notwendig, und das zieht ja manchmal auch die falschen Leute an. Ja? Also kann nix, hab nix, weiß nix und macht dann halt einen auf Makler. Mhm. Die gibt's, das sind Glücksritter, weil die sich angezogen fühlen vom schnellen Geld. Mhm. Ich glaube, das ist kein guter Ratgeber. Okay. Ja, also ich muss ja Mindestqualifikationen haben, ich muss ein Mindestwissen haben, können wir vielleicht gleich mal beleuchten, was da wirklich relevant ist. Die Kunden merken ganz genau, ob du Profi bist, ob du super qualifiziert bist, ob du weißt, wovon du sprichst, oder ob das halt, das schnelle Geld ist, das dich motiviert. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, hey, ich habe Interesse daran, was sind so die Basements, die du sagst, die sollte man mitbringen? Also ich würde mal so einsteigen, Makler ist der beste Beruf, den man haben kann. Ja. Ja. Ich bin von Herzen gern Makler, jetzt seit jetzt 29 Jahren schon. Okay. Ich glaube, Makler machen glückliche Menschen. Ja. Mhm. Also immer dann, wenn wir den Raum verlassen, sind ein oder zwei Menschen richtig glücklich. Ja. Und also ich gehe jetzt mal von einem Makler aus, der eine selbstgenutzte Immobilie vermittelt. Mhm. Der vermittelt ja Geborgenheit, der vermittelt Heimat, der vermittelt ein Zuhause, Zukunft für eine Familie. Also alles das, was wir so mit Heimat verbinden. Wohnglück, Lebensglück, Familienglück. Ja. Das würden die ohne den Immobilienmakler nicht schaffen. Ja, das stimmt. Und insofern ist das schon ein Beruf, der wahnsinnig zufrieden macht, und er macht glückliche Menschen. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass wenn wir es schaffen, dass wir mit Transparenz führen, ja, also wir vermitteln ja eigentlich nur Wissen. Mhm. Ja, wir machen den Kunden mündig, damit er sich begründet für oder gegen eine Immobilie entscheiden kann. Mhm. Das ist die eigentliche Maklertätigkeit. Ja. Okay, und aktuelle Marktsituation ist ja auch so, dass es echt schwierig wird, teilweise Objekte zu finden. Da unterstützt ihr natürlich dann auch Leute, was zu finden, oder seid ihr eher dann vertriebsseitig eingestellt, wenn jemand mit einem Objekt kommt und das verkaufen möchte? Ja, also Objektmangel ist natürlich im heutigen Markt, in vielen Städten und in vielen Regionen in Deutschland das große Thema. Ja. Aber bevor wir da drauf einsteigen, nochmal zu deiner ersten Frage, was muss ich denn eigentlich können als Makler? Ja? Ja. Also das Wissen kann man sich erstens so autodidaktisch aneignen. Ich lerne es einfach selbst, Learning by Doing, oder ich gucke es mir irgendwo ab. Das ist ein ganz guter Ratgeber, aber das umfasst, glaube ich, nicht alles. Ja? Ich glaube, dass man, wenn man das ernsthaft, langjährig, erfolgreich machen will, dass man halt um eine echt grundsolide Ausbildung nicht umhinkommt. Also im Immobilienverband IVD, der Hauptorganisation der Immobilienmakler in Deutschland, sagen wir, die Mindestqualifikation ist eigentlich der Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann. Mhm. Nicht umsonst dauert die Ausbildung 3 Jahre, weil man halt ein Grundwissen haben muss. Mhm. Viele machen auch ein Studium und werden dann nach einem betriebswirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Studium, Schwerpunkt Real Estate, gehen sie dann in den Maklerbereich. Mhm. Aber was musst du wirklich wissen, bevor du einsteigst? Also ich glaube, wir müssen in der Immobilienbewertung total sicher sein, denn woher willst du sonst den Kaufpreis analysieren können? Ja? Mhm. Also Immobilienbewertung muss sitzen. Ich muss das Baurecht kennen, ziemlich gut. Ich muss das Kaufvertragsrecht beherrschen. Ich muss natürlich das Grundbuchrecht 1a kennen. Ich muss mich im Maklerrecht gut auskennen. Immobilie und Steuern, ein Riesenthema. Ja, wenn ich die Bereiche beherrsche, dann bin ich, glaube ich, ziemlich weit vorn. Mhm. Naja, und da muss ich mir natürlich auch überlegen, Verhandlungsführung, kann ich das? Kommunikation, kann ich das? Ja, wer bin ich denn eigentlich selbst so als Typ? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und da gibt es ja so ein paar Hard Facts, die muss ich einfach können. Ja, das ist das explizite Wissen. Und dann kommt aber auch so dieses, wo ist mein Zielmarkt? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ja, das muss man, glaube ich, als Immobilienmakler sich sehr genau überlegen. Ja. Braucht dann eben auch so ein Businessplan. Also wie erobere ich mir meinen eigenen Markt? Welcher ist das? Wie ist mein Kundenmarkt? Wie ist mein Konkurrenzverhältnis da im Markt? Mhm. Wo positioniere ich mich?
will ich mich spezialisieren, mache ich alles. Ja. Da gibt es ja dann auch verschiedenste Möglichkeiten, wenn man jetzt sich dafür entschieden hat, das zu machen. Man kann sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Büro auf oder hey, ich gehe zu irgendeinem Franchise-Makler. Was ist denn da so dein Tipp? Würdest du sagen, hey, erstmal angucken in einem großen System, wie funktioniert das eigentlich? Dann bekommt man auch schon mal garantiert irgendwie Deals zugespielt, die man vermarkten darf. Wenn man selbstständig ist, ist das schon mal die erste Hürde, woher kriege ich meinen ersten Deal? Und deswegen würde ich vielleicht sagen, erstmal so ein Franchise annehmen, um zu sehen, wie es läuft. Wie wirst du es machen? Ja, ich kann mich selbstständig machen. Ich kann auch angestellter Makler in einem größeren Unternehmen sein. Ja, beim Selbstständigmachen gibt es sozusagen den Unterfall, werde Teil eines Franchise-Systems. Ja. Ja, die Möglichkeiten gibt es. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, dass man sich zunächst mal angliedert an ein existierendes Maklerunternehmen. Ich muss nicht alle Fehler alleine machen. Ja, also es hilft auch zu sehen, wie denn eine professionelle Immobilienvermarktung tatsächlich stattfindet. Ja. In einem großen Laden, die das können, die das seit vielen Jahren machen. Ich glaube, das ist als Schule ohnehin total gut, wenn man da durchläuft. Das ist dann nicht so, dass man Graf Koks ist nach einem Jahr, sondern, also, na gut, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, klar. Aber es geht ja darum, reinzukommen. Ja? Und wenn ich reinkomme in den Beruf, viel zu lernen, da muss ich wahnsinnig viel lernen. Dann brauche ich aber auch eine gute Homebase und das ist meistens ein super funktionierender Laden. Ob man sich danach selbstständig macht oder dann als Teil eines größeren Maklerunternehmens weiterarbeitet, das ist dann, ehrlich gesagt, persönliches Belieben. Ja? Ich glaube schon, dass der Markt eine Konzentration vor sich hat. Ja? Also dass Einzelkämpfer aus guten Gründen gut funktionieren können, wenn sie in ihrer Region gut etabliert sind, wenn sie ein super Image haben, wenn sie spezialisiert sind auf ihre Region oder auf eine Objektart. Ja. Ja? Also wenn ich irgendwo spezialisiert bin, dann kann das gut funktionieren, auch in sehr kleinen Einheiten. Ja. Die Maklerbranche ist ja eher kleinbetrieblich organisiert. Ja. Und trotzdem, es gibt so einen Konzentrationsprozess in der Branche, auch mit der Digitalisierung. Da muss ich mir überlegen, werde ich also Teil eines größeren Unternehmens oder mache ich mich selbstständig? Mhm. Aber quasi ohne Wissen, ohne Qualifikation erstmal selbstständig machen und dann gucken, wie ich mir die Sachen beibringe, ist ein schlechter Ratgeber. Mhm. Ja, ich glaube, das muss man halt in der anderen Reihenfolge machen. Mhm. Ich muss mich qualifizieren, ich brauche die Ausbildung. Wenn das keine Berufsausbildung ist, weil ich beispielsweise aus einem anderen Beruf komme und jetzt umsattle, Quereinsteiger, ja. Dann gibt es natürlich viele Ausbildungseinrichtungen, die einem das Maklerwissen transportieren. Die Industrie- und Handelskammern bieten viele Seminare an. Beim Immobilienverband IVD gibt es zwei Akademien. Das ist die Europäische Immobilienakademie, EIA. Die macht das auf einem sehr praxisnahen Niveau. Dann gibt es die Deutsche Immobilienakademie. Das ist ein Institut an der Uni Freiburg, ja. Mit vielen Standorten in Deutschland, wo es ein bisschen wissenschaftlicher ist, wo es auch eine sehr gute Sachverständigenausbildung gibt. Und darüber hinaus gibt es viele andere gute Bildungsträger. Und da würde ich mich tatsächlich einschreiben, immatrikulieren, Kurse besuchen und eine grundständige Ausbildung mir einverleiben. Ich glaube, das ist das A und O, denn nur dann komme ich auch durch kritische Marktphasen. Okay. Ja? Jetzt haben wir natürlich eine super Marktphase hinter uns in weiten Bereichen. Ja. Wenn es jetzt vielleicht auch mal ein bisschen marktkritischer wird, dann kommen eigentlich nur die Guten durch, ja? Also die halt qualifiziert sind. Mhm. Jetzt in der guten Marktphase konnten alle irgendwo was verkaufen. Das war nicht das Problem. Aber wie komme ich an gute Objekte? Ja, indem ich meinen Auftraggeber überzeuge, dass ich der Richtige bin. Ja? Das ist natürlich mit einem sympathischen Lächeln schon mal ein guter Ansatz, aber das reicht nicht. Ja. Ja. Und wie schaut es denn preislich aus bei sowas? Muss man da irgendwie Startkapital mitbringen oder sind das ganz normale, solche kostenfreien Fortbildungen? Ne? Ja, die Seminare kosten natürlich was, klar. Mhm. Ich glaube, das ist nicht die große Investition. Die Frage ist ja eher, wie sieht mein Businessplan fürs Unternehmen, fürs Büro, für Mitarbeiter aus? Wie ist mein Budget? Was sind meine Investitionskosten? Wie gehe ich damit um? Also wenn so gar nichts da ist und man will quasi von der Bettkante aus das mal machen, ich habe hier einen Laptop und ein Handy, auch kein guter Ratgeber. Ja, also die Bettkantenmakler haben ja nicht umsonst das Image, das sie haben. Ja. Ich glaube, also ich würde starten, wenn ich in der Lage bin, eine Bürostruktur zu organisieren. 1, 2, 3 Kollegen müssen an meiner Seite sein, können auch Familienmitglieder sein, wenn sie qualifiziert sind. Da muss ein Sekretariat da sein, da muss Erreichbarkeit da sein. Das muss aber auch irgendwo eine Mindestzusammenarbeit sein, dass man halt die Deals auch bearbeiten kann. Welche Immobiliensoftware brauche ich? Welche technische Voraussetzung brauche ich? Das gehört in so einen Businessplan mit rein. Und dann würde ich mir auch genau Gedanken machen, wie ist denn so mein Umsatzplan, was will ich wann verdienen, muss auf meine Liquidität achten, ja. Komme ich da auch durchs erste, zweite, dritte Jahr. Ja. Und wenn man das realistisch
plant, ich glaube, dann ist für den Maklerberuf das eine perfekte Zeit. Ja, gerade wenn die Märkte sich ändern, brauchen sie Berater. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sternstunde für uns im Moment, ja, wenn es so viele neue Fragezeichen gibt, also Mietenregulierung, Mietpreisbremse, überall greift mehr Regulierung um sich. Die Leute wissen gar nicht, wohin mit ihrem Ersparten auf der anderen Seite, mit diesen Negativzinsen, kriege ich jetzt auch Negativzins auf mein Sparbuch. Die Leute brauchen Beratung und da brauchen sie qualifizierte Fachleute an ihrer Seite und das ist normalerweise ein guter Makler. Ja. Ja. Es sei denn, es wird so heftig drehen mit dem Markt oder turbulent, dass gar niemand mehr kauft, oder? Dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, die Phase habe ich noch nicht erlebt. Na, also, aber so eine Unwucht, also entweder gibt es mehr Objekte und weniger Käufer oder gerade andersrum, wie es jetzt in den letzten Jahren war, es wollen ganz viele kaufen, aber die Objekte sind knapp. Mhm. So eine Unwucht ist eigentlich immer im Markt. Also den total ausgeglichenen Markt, wo es genauso viele Objekte wie Käufer gibt, hat man eigentlich nie. Also eng ist es immer auf einer Ecke, das ist wie so eine Schaukel. Ja? Also die geht halt entweder in die eine oder in die andere Richtung. Damit kommt man aber, glaube ich, gut zurecht, wenn man sein Handwerk versteht. Okay. Ja. Ich gucke mal kurz noch meine Liste durch. Rufst du den ersten Kunden jetzt an, oder? Nee, noch nicht. Dann warte ich noch 10 Minuten. Also würdest du dann auch sagen, dass man im Maklergeschäft auch irgendwie Millionär werden kann durch die Tätigkeit? Oder muss man dann selbst in der Branche investieren, um da was rauszuziehen in der Richtung? Ich glaube, der Grund, warum man Makler werden will, der sollte nicht vordergründig Geld verdienen sein. Okay. Sondern also wenn ich mir vornehme, ich werde ein perfekter Dienstleister, also ein echter Kümmerer, ja? Weil ich Immobilien liebe, weil ich verkaufen kann, weil ich aber auch ein echter Dienstleister bin, der für seine Kunden alles tut, ja? der Lust hat, mit Kunden zu arbeiten, der Menschen liebt, ja? Dann ist ein Immobilienmakler-Job ein super Beruf, ja, der einen auch über Jahre und Jahrzehnte das ganze Berufsleben führen kann. Ja. Und ich kenne natürlich wahnsinnig viele Immobilienmakler, die wirklich erfolgreich sind und große Vermögen verdient haben. Ja, durch ganz normalen Provisionsumsatz. Dass sie dann mit ihrem Einkommen auch selbst in Immobilien investiert haben, steht auf einem anderen Paar Schuh. Aber ich glaube, dass man als Immobilienmakler sehr erfolgreich sein kann. Aber erfolgreich sind die Leute ja nicht, weil sie am Anfang Dollarzeichen im Auge hatten, sondern die sind, weil sie perfekte Dienstleister sind, weil sie Experten sind, weil sie Spezialisten sind und für ihre Kunden mehr bringen, als sie kosten. Mhm. Ja, also wenn der Makler sich echt lohnt, weil die Kunden dankbar sind und sagen, danke Herr Makler, zu Ihnen komme ich beim nächsten Mal garantiert wieder, denn Sie haben mir zur Traumimmobilie geholfen, Sie haben Verkäufer, Sie haben meine Immobilie zu einem Preis verkauft, die ich selbst gar nicht geschafft hätte. Ja? Sie haben mich durch den Dschungel der vielen Fragen bei schwierigen Kauffällen geführt. Ja? Dafür zahle ich gern die Provision, denn sie waren mehr wert, als sie gekostet haben. Dann haben wir alles richtig gemacht. Dafür zahlen die Kunden gerne eine tolle Provision. Ja. Ja? Und damit kann man richtig Geld verdienen. Ja. Glaube ich. Und wenn man jetzt den Maklereinstieg tut, was denkst du, wie lange dauert es, bis das erste Objekt verkauft wird? Naja, hängt, glaube ich, ein bisschen vom Objekt ab. Vom Objekt ab, von der Erfahrenheit, wie man es macht. Also klar, ich muss mein Büro einrichten, ich muss mein Makler-Dasein etablieren. Ja, ich muss irgendwann mein Coming-out machen, muss mich ja etablieren im Markt. Keine Ahnung, mache ich Einweihungsfeier in meinem Büro. Ich muss ja in den Markt treten. Ja? Ja. Dann hängt es bestimmt auch davon ab, habe ich Vorerfahrungen, bin ich beispielsweise schon einer, der schon selbst mal Immobilien gekauft oder verkauft hat. Also bin ich im Immobilienhandel zum Beispiel zu Hause. Das machen ja auch viele, die dann sagen, dann werde ich halt parallel auch nochmal mich verändern und werde Dienstleister für Dritte, Makler. Für die ist es bestimmt schneller, als wenn ich so was ganz anderes gemacht habe. Also wenn ich bisher bei der Stadtbibliothek gearbeitet habe und morgen will ich Verkäufer werden, dann könnte der Weg vielleicht länger werden. Ja? Also hängt echt davon ab, kannst du verkaufen, bist du im Markt, kennst du dich aus, kennst du auch den Immobilienmarkt allgemein und deinen Zielmarkt genau. Ja? Habe ich die Immobilie auch aus guten Gründen akquiriert oder ist die halt durch Zufall zu mir geflogen? Davon hängt es, glaube ich, ab. Gibt es auch so ein Segment, wo du empfehlen würdest, einzusteigen? Also man kann jetzt zum Beispiel Luxusimmobilien handeln, man kann Kapitalanlagen, man kann Eigennutzerwohnungen für kleinere Investoren oder kleinere Geldbeutel verkaufen. Was ist denn so die beste Zielgruppe, wo du sagst, hey, mit denen lässt sich besonders gut zusammenarbeiten? Ich glaube, die allermeisten Makler in Deutschland sind Wohnimmobilienmakler und vermitteln die ganz normale selbstgenutzte Wohnimmobilie und Kapitalanlage-Wohnungen, weil die einfach zur Altersvorsorge super sind. Also da ist, glaube ich, in dem Wohnbereich ein relativ einfacher Einstieg möglich.
Luxusimmobilien ist ein besonderes Segment. Es gibt, glaube ich, Regionen in Deutschland, da gibt es keine Luxusimmobilien. Ja. Ja, also nicht alle können Penthäuser in Dubai verkaufen. Ja. Ja, das geht einfach dann, glaube ich, nicht. Ob man sich gleich auf einen schwierigen Gewerbeimmobilienmarkt oder Investment konzentrieren will, da muss man, glaube ich, seine Sporen im Markt verdienen. Mhm. Wir sind im Investmentmarkt zu Hause und sind da total gern, weil es ein anderer Markt ist als der für Eigennutzer. Mhm. Aber da muss jeder auch ein Gefühl dafür haben, was ist mein Markt? Bin ich mehr so in der Profiliga unterwegs? Also gar nicht, weil ich mich selbst zum Profi erkläre, sondern weil die Käufer halt gewerbliche Akteure sind. Oder bin ich im Bereich von ganz normalen Familien, die ihr Familienglück suchen und denen vermittle ich dann ein tolles Haus. Das ist ja eine sehr menschliche, sehr persönliche Ebene. Beides macht Sinn. Aber die einmal was kaufen, nur die haben dann vielleicht eine Hürde zu überwinden, weil sie eine Finanzierung brauchen und nicht wissen, wie sowas läuft und sowas. So ein professioneller Investor, der macht sowas mit links, ne? Dann wird es daran nicht scheitern. Da gibt es andere Sorgen. Ja. Okay, also gibt es immer irgendwelche Probleme, die man überwinden muss. Also für jeden Käufer ist grundsätzlich immer erstmal alles zu teuer. Mhm. Ja, egal, was wir verkaufen, ob wir eine Immobilie verkaufen oder irgendwas anderes. Also der Haupteinwand ist doch vom Käufer immer, das hat er in der Käuferschule in der ersten Stunde gelernt. Es ist zu teuer. Ist zu teuer. Ob das beim Einfamilienhaus ist, bei einer Garage oder bei ein paar Turnschuhen. Ja, also der Käufer sagt immer zuerst mal, ist zu teuer. Ja. Also das haben wir genauso. Und das ist beim gewerblichen, professionellen Immobilieninvestor genauso wie bei der Familie um die Ecke, die halt was Nettes für sich kauft. Okay, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Also im Maklerbereich gibt es die Möglichkeit, leicht einzusteigen, aber nur die Guten werden sich etablieren, oder? Weil die langjährig am Markt bleiben, wenn man mit einem Makler zusammenarbeiten möchte. Als Käufer wäre es doch sinnvoll, einfach einen zu nehmen, der schon lange Jahre am Markt ist und da kann man sich in der Regel auch drauf verlassen, oder? Ist so ein Qualitätsmerkmal. Ich würde immer sagen, guck dir die Referenzen an, geh ins Büro, frag den, was er kann. Mhm. Der soll auch zeigen, wie er qualifiziert ist. Übrigens auch eine Versicherung ist wichtig. Wir sagen, Mindestvoraussetzung ist eine Vermögensschadenversicherung. Denn also wenn wir mal einen Schaden anrichten durch eine falsche Beratung, darf das nicht auf Kosten unserer Kunden gehen. Das darf nicht passieren. Dagegen müssen wir versichert sein. Mhm. Ja, wir brauchen eine Mindestqualifikation. Also das ist auch das, wo der Verbraucher den Makler entsprechend aussuchen sollte. Und weil immer mehr Verbraucher so denken, ist es halt für uns, wenn wir uns im Immobilienmarkt etablieren wollen, wichtig, dass wir das kleine 1x1 lernen bei den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Ausbildungsträger haben wir ja schon besprochen. Ja. Ich glaube, das ist total gut, also in sich selbst investieren, das ist ja ohnehin das Beste, was man machen kann. Ja? Und das ist eine Zeit im Jahr, die sollte man ohnehin planen, selbst wenn man sozusagen die Grundqualifikation mal hinter sich gebracht hat. Also wir sollten nie aufhören, auf Seminare zu gehen, Fortbildungsveranstaltungen, also rezertifizieren quasi, ja? Also sich permanent fortbilden. Das müssen wir alle machen, denn sonst bist du irgendwann raus mit deinem Wissen und die Verbraucher merken das. Ja. Und dann gehen sie zu einem anderen. Na klar. Alles klar, dann super vielen Dank, Jürgen, für die lieben, tollen Hinweise, gerne, wie man Makler wird. Und möchtest du abschließend noch etwas ergänzen? Ich wiederhole mich, Makler ist der beste Beruf, den es gibt. Ja. Und ich kann allen nur viel Glück wünschen, sich in unserem Markt zu etablieren. Also es gibt viele gute Gründe, als Makler unterwegs zu sein, aber man muss es richtig machen. Alles klar, super. Dankeschön, dir weiterhin viel Erfolg. Super. Mach's gut. Danke. Ciao.